Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, dieses Mal machen wir was, was ihr eventuell euch schon gefragt habt, wenn ihr euch öfters mal Python-Code von anderen Leuten angeguckt habt, und zwar Argument Unpacking. Ist ähnlich wie Pointer in C, zumindest sieht es so aus wie Pointer in C, nämlich geht es um den Stern bzw. um zwei Sterne hintereinander. Es ist kein C, keine Sorge, es ist auch nicht schlimm, es ist wirklich relativ easy eigentlich. Das bedeutet einfach, man Seelenstriptease für die Argumente sozusagen, so ein bisschen. Und zwar zeige ich euch dann was. Zum Beispiel haben wir hier eine def, also wieder mal nur nicht objektorientiert, sondern nur funktional. Wir haben hier eine Funktion, die nimmt zwei Integer. Take two. Und die nimmt einfach zwei Zahlen, also sagen wir einfach mal x und y. Und die macht irgendwas, keine Ahnung, sie gibt sie einfach aus, fertig. Also print x plus y. Warum nicht gleich eine Addition draus machen? Gut. So, und was wir jetzt machen können in Python ist Folgendes. Das wird auch ein klein bisschen Tutorial über zwei weitere Speichermöglichkeiten, nämlich zum einen Tupel, beziehungsweise Triple und so weiter und so fort. Sagen wir einfach mal einen Punkt dazu. Point ist gleich. Und jetzt können wir dem einfach hier so in Klammern, wie in einem Tupel, also falls ihr wisst, was ein Tupel ist, das sind zwei Zahlen nebeneinander, also sowas wie 5 und 8 zuweisen. Das geht. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi einen Punkt, der eine x-Koordinate und eine y-Koordinate hat zum Beispiel. Und mit dem können wir jetzt diese Take-Two-Funktion aufrufen. Ja, aber diese Take-Two-Funktion nimmt ja zwei getrennte Werte, nämlich x und y. Das heißt, wir müssen jetzt hier 5 und 8 irgendwie reinkriegen aus diesem Punkt. Und da sagen wir einfach Point, Punkt, was machen wir jetzt? Okay, bisschen doof gelaufen. Es geht ganz einfach. Wir sagen einfach Sternchen vorne dran. Und damit ziehen wir sozusagen den Punkt aus und er hat hier noch 5 und 8 einzeln dastehen. Sprich, hier steht jetzt nicht Sternchen Point, sondern hier steht 5 und 8, weil das in diesem Point drin steht. Und wenn ich das jetzt laufen lasse hier, dann wird 13 ausgegeben, was logischerweise 5 plus 8 ist. Das heißt, es wurde alles richtig aufgerufen und es hat auch alles funktioniert, wie es sollte. Nur weiß ich nicht, was das hier. Was auch immer. Ja, so geht's weg. Okay. Genau. Und das war richtig cool. Als ich das rausgefunden habe, war ich erstmal glücklich. Denn das erleichtert euch so ziemlich das Leben, wenn ihr hier die Dinger benutzt. Ihr könnt sowas auch machen, indem ihr hier mehrere Dinger reingebt. Und also das können so viele, wie ihr wollt, sein. Das ist dann halt nicht eine Liste, sondern ein Tupel. Das heißt, sowas kann aber auch ein Rückgabewert von einer Funktion sein. Okay. Wenn ich das jetzt allerdings laufen lasse, dann habe ich logischerweise einen Fehler. Ich gebe drei Parameter hier rein, aber es sollten nur zwei drin sein. Das heißt, es muss schon übereinstimmen. Aber so kann man sich wunderbar einiges an Tippaufwand und komplizierten Sachen sparen. Man kann sowas auch in eine Funktion stecken, wenn man hier diesen Sternoperator nicht haben möchte, der übrigens Splat-Operator heißt, für die, die sich wundern. Genau. So, dann haben wir noch sowas wie Dictionaries. In Java sind es Dictionaries. Keine Ahnung, hier weiß ich nicht genau, wie sie heißen. Aber ich meine eigentlich, sie heißen auch Dictionaries. Und mit denen funktioniert es genauso. Das heißt, wenn ich jetzt hier sowas habe wie, warum nicht Point wieder? Sagen wir einfach wieder Point dazu. Ist gleich. So. Und jetzt sagen wir, okay. Wir haben hier geschweifte Klammern. Das ist übrigens so ziemlich das einzige Mal, wo man in Python geschweifte Klammern braucht, was irgendwie schade ist, aber es ist so. Und jetzt sagen wir hier, okay. Dazu mache ich hier mal Folgendes. Ich mache sowas hier rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier den alten Point wieder reinstopfe mit 5 und 4, dann wird Folgendes. Upsala. Ja, dann gibt es erstmal einen Error. Ich muss hier tatsächlich noch x und y als Strings verpacken. Also wir casten zuerst x und y in Strings. Und dann packen wir noch ein Leerzeichen dazwischen und geben sie aus. So, jetzt haben wir hier 5 und 4 stehen. Das brauchen wir, damit wir beim nächsten sehen, was da die eigentliche Magie dahinter ist. Also nochmal zurück. Dictionaries. Sie heißen tatsächlich so. Ich habe gerade nachgeguckt. Die sind ziemlich cool. Und zwar kann man hier zum Beispiel sagen, okay, wir haben ein Y,
Also das ist die Bezeichnung davon und hat den Wert, keine Ahnung, was hatten wir gerade, 5 und 4, ne? Also y hat den Wert 4 und x hat den Wert 5. So, und wenn ich jetzt meinen Point wieder anpacke hier, dann passiert Folgendes. Dann kriege ich als erstes mal y und x raus, weil wir haben ja hier x und y tatsächlich nicht definiert, dass es irgendwie ein Integer sein muss. Das heißt, das sind durchaus valide Argumente. Da passiert natürlich viel, viel Murks dann, wenn ich hier von Integern ausgeht, aber ihr bekommt Strings. Deswegen gibt es auch diesen Zwei-Stern-Operator. So, und mit dem Zwei-Stern-Operator packt ihr nicht den ersten Teil aus, sondern den hinteren Teil. Und der hintere Teil sieht dann wie folgt aus, nämlich richtig rum organisiert sogar. Das heißt, hier wird angegeben, okay, x ist dieses x, das heißt, es wird übertragen und dann kriegt das x als Parameter die 5 aus dem Dictionary x zugewiesen. Ja, und genauso mit dem y, das bekommt den Wert 4, weil hier eben der vordere Wert 4 heißt. Wenn ich jetzt hier allerdings a und b draus mache, dann ist ja Fehler. Weil wir wissen nicht, was für ein Keyword-Argument wir erwarten. Sprich, wir können es nicht zuordnen. Also wir wissen nicht, okay, a ist jetzt gleichbedeutend mit x und b ist gleichbedeutend mit y. Das heißt, ihr müsst hier sozusagen auch wissen, wie eure Argumente heißen. Was es natürlich für große Studios oder sowas relativ schwierig gestaltet, sowas überhaupt in die Praxis umzusetzen. Aber wenn ihr mal ein kleines Skript schreiben wollt, was oftmals euer Anliegen sein wird, nehme ich mal an, dann ist sowas echt fantastisch, wenn man sich die Reihenfolge aussuchen kann und einfach sagen kann, okay, ich hätte gern mein x da hinten stehen und mein y irgendwo weiter vorne und keine Ahnung was noch. Gut. Ja, so funktionieren Dictionaries, könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Also von der Reihenfolge so groß machen, logischerweise auch, wie ihr wollt. Einfach Komma hinten dran setzen und wieder diese Anführungszeichen und einen Doppelpunkt und ein Leerzeichen und dann den Wert dahinter. Also ist relativ einfach eigentlich. Ja, was ich mir auf jeden Fall noch gerne mit euch angucken wollen würde, ist Folgendes. Und zwar, wenn wir hier tatsächlich jetzt mal diese Split-Operatoren weglassen und uns einfach nur Print angucken und uns dann mal angucken, wie so ein Dictionary genau funktioniert. Und zwar, wenn wir hier sagen Keys und das Ganze ausgeben, dann kriegen wir aus diesem Dictionary alle Keys raus. Sprich, wir kriegen hier Dict Keys aus Y und X. Darauf kann man logischerweise wieder zugreifen. Das ist sozusagen ein Iterable, also so ein bisschen zumindest. Keys selbst nicht. Also wenn ich jetzt hierher gehe und sage 0 und ausführe, dann passiert das hier. Das geht nicht. Aber ich kann Folgendes tun. Ich kann einfach sagen, Moment, da brauchen wir wieder Keys. Die Funktion. Was ist drin? X und Y. So, wenn wir hier sagen, zum Beispiel, x in Point. So, dann kommt hier ein Fehler raus. Name x ist nicht defined. Ja, klar, weil ich die Anführungsstriche vergessen habe. So, wenn x, wir testen jetzt quasi, ob x in Point drin ist. Da kommt true bei raus. Das heißt, ihr könnt hier nach euren Keys sozusagen iterieren. Das heißt, ihr könnt auch sagen, for i in Point. Und dann kriegt ihr alle Dictionaries raus, also alle Keys. Ich mache das gerade mal kurz. For i in Point. Und dann hier sagen wir, okay, print i. Dann geben wir sozusagen alle Keys aus, also wirklich die einzelnen Keys. Auch so ein bisschen sortiert. Wir sehen hier, x ist zuerst gekommen, dann kommt y. Das liegt, glaube ich, daran, dass x im Alphabet weiter vorne steht. Ja. Also man kann da durchiterieren und man kann auch sagen, wir wollen jetzt von unserem Point über den Key den Wert hinten dran haben. Das heißt, wir sagen Point, Punkt und dann Get. Und hier kommt der Key hinten dran rein. Key und Default None. Also das heißt, wenn der Key nicht gefunden wird, bekommt ihr None zurück. Oder ihr gebt das hier direkt ein. Also wir geben jetzt hier i ein und zum Beispiel 6 ist das Default. Das heißt, wir kriegen, wenn wir den Key hier drin nicht finden, kriegen wir 6 zurück. Und ansonsten kriegen wir den Key
davon zurück dann tatsächlich. So, jetzt laufen wir hier durch und wir sehen, wir kriegen 5 und wir kriegen 4 zurück. Das heißt, so bekommt ihr dann eure Werte von dem ganzen Dictionary wieder. Okay, ja, das waren eigentlich die wichtigsten Sachen von Dictionaries. Und ihr kennt jetzt auch den Splat-Operator. Ich glaube, der ist sogar das Wichtigste von allem. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.